Bei unserem Eintreffen war eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im zweiten Obergeschoss feststellbar. Das erste Löschfahrzeug der Abteilung Sulzkries, die eingetroffen sind, haben sofort ein Löschrohr vorgenommen. Nachdem noch mehrere Personen im Gebäude waren, wurden parallel Maßnahmen zur Menschenrettung eingeleitet. Gemeldet war ein Brand eines Kühlschranks in einer Küche. Dementsprechend hat sich das auch auf die übrige Küche ausgeweitet. Zumindest ist es so, dass von den insgesamt 7 Bewohnern des Gebäudes lediglich 2 zur Überprüfung im Krankenhaus Esslingen sind bezüglich einer Rauchgasintoxikation. Schwierigkeiten in dem Sinn nicht. Wir konnten den Treppenraum insoweit durch Lüftungsmaßnahmen am Anfang sofort freihalten. Deswegen konnten die restlichen Bewohner, die noch in ihren Wohnungen waren, aus dem Gebäude geführt werden. Somit hält sich der Schaden und auch der Personenschaden in Grenzen. Die Feuerwehr Esslingen war hier mit 30 Einsatzkräften und mit 6 Fahrzeugen.